der nächste Ausgang. Jetzt wären wir wieder hier. Einmal hops. Weiter geht's. Aufzugkontrolle? Ich muss Ihren Kleiderbügel konfiszieren. Das ist leider unmöglich. Ich hänge zu sehr an ihm. Ihr hängt ständig zusammen rum, hm? Wir trennen uns nur zum Waschen. Da kommt der nächste Ausgang. Na denn. Hier wollen wir nicht raus. Und los geht's. Erstmal weiter. So. Na, wie geht's so heute? Man könnte ein tolles Gespensterkostüm aus ihm basteln. Leider hängt er außerhalb der Reichweite. Da kommt der nächste Ausgang. So, und runter mit dir. Sehr gut. Und hoch. Jetzt können wir hier durch die Türe. Oh. Treppe, Treppe. Lassen wir mal den Pookie reden. Screens, in denen eine Treppe zu sehen ist. Für solche Screens bekomme ich, wenn ich die auch nur skribble, bekomme ich mittlerweile Prügel dafür, weil Treppenanimationen halt durchaus sehr komplex und schwierig sein können für 2D-Artists, besonders wenn sie mit mehr als 2 Frames pro Stufe auskommen sollen. Ich habe mir damals... Der war noch beim Reden. Jo. Die Treppe bricht das ab. Jo. Jetzt haben wir es abgebrochen. Jo. Benutze Telefon mit. Die Europalette können wir nicht benutzen. Schade. Ich dachte. Graffiti. Nicht gehe zu. Sehr gelungen. In Dr. Marcel Graffiti. Nehmen. Davon kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden. Ja, das könnte man mal versuchen. Reden. Hallo, Dr. Marcel? Sind Sie das? Es wirkt so lebensnah. So lebendig. Benutzen. Eine Augenweide. Was, Dr. Marcel? Eine Augenweide? Wie was? Da bleibt mir die Spucke weg. Ein Prosit dem Künstler. Allerdings. Ich bin geplättet. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Richtig so. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Richtig so. In diesem Bild malt Captain Unbrauchbar Flammen aufs Honkmobil. Das ist großartig. Edna, versteck dich! Es ist Dr. Marcel! Beruhige dich, Harf. Es ist nur ein Abbild. Ein Abbild seiner selbst. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Okay, das will die Edna nicht beschmieren. Ich bin sprachlos. Das wussten wir bereits. Ein Prosit dem Künstler. Prost. Verboten gut. Nee, das machen wir nicht. So, reden haben wir schon. Na dann, hier haben wir 2 Türen. Und da gibt's hinten auch noch was. Gehen wir erstmal zu dieser Tür. Oh. Was haben wir denn da? Gitter. Richtiges Inferno. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Gut, da bin ich keiner. Findest du das gut, einfach so andere zu kontrollieren? Ich verachte dich, Wartungskontrollschränkchen. Sowas. Ich kann auf noch mehr Kontrolle von außen verzichten. Verständlich. Satan? Beelzebub? Mephistopheles? Ist denn niemand daheim? Schade, sehr schade. Inspektor Konrad spielte kurz mit dem Gedanken, den ganzen Job hinzuschmeißen. Sie würde ihre Polizeimarke hier und jetzt in die Flammen schmeißen.
Aber dann dachte sie an die vielen unaufgeklärten Verbrechen. An die vielen unschuldigen Opfer da draußen. Und an die kostenlosen Donuts in der Polizeikantine. Das kann man dann natürlich nicht. Und zum tausendsten Mal in dieser Woche riss sie sich noch einmal zusammen. Na dann. Man nannte sie auch Feuerstift. Sie konnte ganze Bibliotheken mit einem einzigen Apostroph in Schutt und Asche schreiben. Großartig. In diesem Bild fängt Captain Unbrauchbars Cape Feuer. Nein, Captain Unbrauchbar. Nicht brennen. Au ja, lass uns mit dem Poloschläger zündeln. Nein, Harvey. Der ist viel zu nützlich, um jetzt als Feuerholz zu enden. Och, Menno. Stimmt auch wieder. Niemals! Harvey ist mein bester Freund. Ja, ja. Ich wusste ja, dass du es nicht machst. Könnte uns das Telefon irgendwie beim Heizen helfen? Wir könnten Geld verheizen, indem wir unseren Telefonanbieter anrufen. So wichtig ist mir das mit dem Heizen nun auch wieder nicht. Gut. Da hängt kein Kleidungsstück zum Verheizen dran. Wenn wir hier draußen sind, könnte ich endlich die Kunst der Glasbläserei erlernen. Yippie! Damit wären wir an der Quelle und könnten so viel Glas zerdeppern, wie wir wollen. Das wäre wundervoll. Lass uns den Strohhalm anzünden. Ich weiß nicht. Der würde ein mickriges Strohfeuer abgeben. Wenn man uns für geistig gesund erklärt hat, zünden wir was richtig Großes an, okay? Abgemacht. Ganz genau. Wenn man es für geistig gesund erklärt, dann zünden wir was ganz Großes an. Eigentlich ein sehr hübscher Screen, atmosphärisch, mit der Beleuchtung des Ofens, aber im Endeffekt, irgendwas stört mich daran. Ich finde den Ofen zu altmodisch. Ich glaube, da müsste man eigentlich mal in die Anstalt ein neues Heizungssystem einbauen. Eigentlich müsste da mal ein neues Heizungssystem in die Anstalt. Ja. Ich denke, ich werde mal einen Brief an Dr. Marcel schreiben. Neues Heizungssystem für die Anstalt. Ja, kann man sich mal vornehmen. Hier geht's runter. Geht's vielleicht, ja. Oh, wo sind wir denn da? Ein Loch. Da gräbt sich jemand raus. Mit verbogenen Löffeln. Hier sieht's aus. Wie bei Uri Geller unterm Sofa. Und wo sonst? Wer hat euch das angetan? Na, Uri Geller wird's ja nicht sein. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Tja. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Zu gar nichts mehr? Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich befürchte es. Was hältst du von diesen Löffeln, Harvey? Meine sind größer und weniger verbogen. Ach was. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Wirklich nichts, zu gar nichts. Zu absolut gar nichts. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Glaube ich dir aber nicht. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Wirklich? Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Edna, was meinst du, sind die Löffel noch zu etwas zu gebrauchen? Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Aha, okay. Aber zu irgendwas sind sie bestimmt zu gebrauchen, Edna. Was meinst du, sind die noch zu gebrauchen, irgendwie? Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Aha, okay. Danke für die Info. Aber irgendwie kann man sie doch bestimmt noch verwenden. Irgendeinen kleinen Grund gibt's bestimmt noch. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Ja, eigentlich eine meiner Lieblingsrätselketten. So jeder Step für sich betrachtet, ergibt so scheinbar Sinn oder so auf so Edna-Niveau halt so angemessen Sinn, sage ich mal. Aber wenn man so das große Ganze zusammennimmt, dann kratzt man sich doch im Kopf und denkt, hä? Die Sache mit den Löffeln in der ganzen Anstalt, also lange bevor Edna in diesen Screen kommt, ja, dieses Foreshadowing, ich glaube, das finde ich daran so interessant. Langsam bevor Edna in diesen Screen kommt oder überhaupt irgendwie in den größeren Bereich der Anstalt kommt, bereits im ersten Raum wird etabliert, dass heute Wünsch dir was Tag in der Kantine ist. Dann wird halt irgendwie Schritt für Schritt aufgebaut, dass es in der ganzen Anstalt keine Löffel mehr gibt und dass die Leute deswegen halt irgendwie improvisieren müssen. Und hier sehen wir
Almo, der halt irgendwie unbedingt mit Löffeln halt seinen Fluchttunnel graben muss, weil es sich einfach gehört, den mit Löffeln zu graben. Beim Barmann wiederum, weil er keinen Löffel gefunden hat, benutzt er eine Schaufel als Löffel, weil die Insassen schon längst gar nicht mehr wissen, wie richtige Löffel aussehen, hält er auch die Schaufel für einen Löffel. Und ja, wir kriegen zwar die Schaufel recht schnell, aber es ist dann doch im Endeffekt ziemlich schwer, Almo davon zu überzeugen, dass ein adäquater Ersatz für seinen Löffel ist. Deswegen nimmt er diese Schaufel nur sehr widerwillig als Löffelersatz an. Kleiner netter Nebengag ist natürlich, dass halt die verbogenen Löffel, weil Almo halt einen langsamen Löffel verbogen hat, halt irgendwie diesen einen schönen kurzen, mal kurzen Kommentar von Edna lostreten können. Hier sieht's ja aus wie bei Uri Geller unterm Sofa. Das ist irgendwie einfach schön. Ja, der Modi ist schon abgehauen. Sein Internet ist kaputt. Der musste weg. Jo. Dann schauen wir uns doch mal an. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Pookie spoilert immer. Pookie spoilert alles. Deshalb soll man eigentlich auch erst die Räume erkunden und im Nachhinein dann die Audiokommentare von Pookie gucken. Der erklärt immer alles zu den Räumen, was man irgendwie haben kann. Es ist, ja, wenn man es falsch herum macht, wenn man erst Pookie reden lassen lässt und dann erst den Raum erkundet. Hallo? Jemand zu Hause? Da kriegt man halt einiges gespoilert. Huch? Ja? Was gibt es? Ja, aber das Spiel ist bekannt. Das Spiel ist, glaube ich, von 2008. Ist 2008 erfunden worden. Also 2008 kam es auf den Markt. Das ist jetzt, ja, ist jetzt gar nicht mehr so schlimm, wenn man da was spoilert. Das ist eigentlich bekannt. Wer bist du denn? Mein Name ist Emilio Sanchez di Mubelfrub. Aber die Leute nennen mich meistens Allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Emilio. Kapiere ich nicht. Ich kapier's. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Und wie geht's voran? Wie geht's voran? Um ehrlich zu sein, miserabel. Ich bin auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Wir brauchen selbstgebastelten Sprengstoff. Da weiß ich ja schon, wie es geht. Da müssen wir einfach in die Knastküche gehen und da mal ein bisschen was zusammenbasteln aus bestimmten Zutaten, die wir einsammeln. Ach nee, falsches Spiel. Da war ich mit dem Kopf schon bei Wednesday Monday. Ja, das ist ja, hat gewisse Ähnlichkeiten. Bei Wednesday Monday muss man sich auch mal, muss man sich auch rauslöffeln. Ja, ist, man merkt, dass die Spiele von Dead Lake sind, vom selben Ersteller. Gibt manche Parallelen. Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es! Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Und der ist stutter als ein Walfisch. Den kenn ich. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Na dann, viel Glück beim Buddeln. Ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Wie du meinst? Wenn dieses Loch doch nur ein Jungbrunnen wäre. Ja. Ja, dann könnten wir Dr. Marcel hineinschubsen. Wahrscheinlich war er als Kind genau wie Alfred. Das kann ich mir vorstellen.
Ich sollte mal unbedingt meine Spanne gucken. Gerade Hallo? Wo jetzt hier. Bist du noch da unten? Ja, ist er. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe da etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Nein, ich nicht hoffe, verschenken. Es ist ein Löffel. Das soll ein Löffel sein? Eigentlich nicht. Dann habe ich dafür auch keine Verwendung. Ich brauche ja, einen Löffel, um einen Tunnel zu dafür. Graben. Und für meine Taco Flakes. Das ständige Gegrabe macht ganz schön hungrig.